Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohmtro-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, hier sehen wir die Erde. Darum geht's gar nicht, sondern ich möchte mit dir gerne eine Sache teilen, die ich mir neu angeschafft habe. Und das möchte ich gerne unbedingt mit dir teilen, weil gerade auch Einsteiger kaufen sich den Scheiß, den ich mir gekauft habe. Also, pass mal auf. Es geht um Folgendes. Wenn du Kameras nimmst, wie diese hier zum Beispiel, die Canon 3000N, dann nimmst du meistens sehr merkwürdige Batterien, die es so vielleicht gar nicht im normalen Handel mehr gibt oder vor allem nicht als Akku. Und das sind zum Beispiel diese hier, die CR123A. So sehen die Teile aus hier. Ich habe hier so Akkus, aber es gibt auch die ganze Sache noch mal ein bisschen kleiner. Das ist dann hier eine RCR2 Batterie. So sehen die dann aus. Das sind so quasi die Kinder von dem da. Und es war eigentlich die ganze Zeit immer so, dass ich kein vernünftiges Akkuladegerät gefunden habe. Frag mich nicht warum, wahrscheinlich war ich zu blöd, bei Amazon einfach mal was einzugeben. Ich habe mir das hier immer gekauft. Das kennen, glaube ich, einige, haben sich auch einige gekauft. Das hier ist mittlerweile mein zweites. Das ist so ein billiges Dingen hier, keine Ahnung. Es ist zwar ein CE-Zeichen drauf, ich sage billiges Ding, weil eins davon ist mir tatsächlich schon abgebrannt. Und zwar hier an der Seite ist das dann so aufgeschmolzen und es war irgendwie nicht so cool. Das Ding wird heiß in der Steckdose. Du kannst da zwar diese Batterien reinpacken, auch die Batterien werden heiß. Irgendwas ist mit diesem Ding hier nicht wirklich cool, deswegen weg damit. Denn jetzt habe ich etwas Neues und zwar ein Universalladegerät. Macht den Fehler nicht und kauft euch nicht die Scheiße da, die ich gerade gezeigt habe, sondern nutzt dieses hier gerade als Einsteiger. Preislich um die 12 Euro ungefähr. Link dazu findest du unter diesem Video. Kannst du dir mal genau angucken. Ich meine, es waren 12 Euro. Und da kannst du jetzt halt genau diese Dinger hier reinpacken. Ich weiß nicht, es wurde mir nie angezeigt bei Amazon. Ich bin auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie mal ein Universalladegerät irgendwie zu bestellen. Guck dir das Ganze auf jeden Fall gerne dann nochmal an. Du packst das hier einfach rein, kannst es dann mit dem USB-Ladekabel, warte mal, ich habe keine Hände frei, Moment. So, da ist es eingesteckt. Ihr seht hier, ne, es lädt dann sofort. Hier seht ihr diese Anzeige. Und für 14 Euro kann man da nicht meckern. Nichts wird heiß. Es hat ein CE-Zeichen auf der anderen Seite. Es ist richtig cool. Es wird nichts heiß. Du kannst es über Nacht laden. Ich habe jetzt schon mal ein paar Mal die Batterien damit aufgeladen. Und die hier sind, müssten jetzt eigentlich gar nicht so ganz leer sein. Und ja, dann hast du die Möglichkeit, dauerhaft, wenn du jetzt zwei davon bestellen würdest, also vier Stück hast, dann hast du halt die Kamera fast rund um die Uhr im Einsatz. Ja? Und du kannst hier natürlich auch ganz normal die gängigen Akkus mit reinnehmen, die du vielleicht sonst auch im Alltag benutzt. Ich habe jetzt hier gerade hier noch so ein Ding liegen von meiner Maus. Hier, zack, da rein und dann geht das Ganze hier. Mit einer Hand ist das schwierig, ne? Mit einer Hand ist das nicht so cool. So, warte. So, da haben wir sie drin. Also, Universalgerät, kannst du alles mitmachen. Nichts wird heiß, nichts riecht komisch. Du musst dir keine Sorgen machen, dass die Hütte abbrennt dadurch. Wie gesagt, das musste ich bei diesem Ding hier machen. Hände weg davon. Geh lieber zu solchen Dingen hin. Gerade Einsteiger kaufen sich, glaube ich, auch tatsächlich das hier, weil mir auch wirklich das Ding hier immer wieder als erstes angezeigt wird. Billig kauft man zweimal, dann lieber günstig. Das geht auf jeden Fall. Das war so ein kleines Ding, was ich euch mal ganz gerne mitgeben wollte. Gerade für Einsteiger ist das, glaube ich, ganz cool. Ja, danke fürs freundliche Zuhören und Zusehen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bitte herrlich unperfekt bleiben, denn die Schönheit liegt im Unperfekten. Ich bin raus. Und beim nächsten Mal seht ihr mich wieder. Tschüss!